Ich will dein Hautkostüm tragen, ich verkleide mich gern. Aber wie es der Teufel will, ist es mir leider zu eng. Doch dein Gesicht steht mir gut, ich stecke ein im Hotel. Trink auf deine Rechnung Shampoos und scheiß auf die Welt. Scheiß auf mich selbst, treib mich damit ein, nein, lassen wir das. Ich zieh mich wieder an und laufe durch die Stadt mit einer Axt. Schlachte ein paar Slaps, hacke ihre Köpfe ab und tu mich in dem Blut aus ihren Hälsen, weil ich Doktor Reinschirurg bin. Der vollkommen verpeilte Apostel. Ich bin gut gelaunt und hacke euch das Fleisch von den Knochen, weil ich mein eigener Gott bin, nennt die Zeitung mich ne Psychopath. Denn meine kranke Fantasie entspricht der des Marquis des Sars. Doch ich bin lieb und brav und grabe ein paar Leichen aus. Hast du Hunger? Wenn nicht, dann esse ich sie alleine auf. Das ist doch normal, nur weil du Spießer nicht drauf stehst, musst du mich nicht hassen, nur weil ich ein bisschen anders bin. Ich bin nur ein krankes Kind, verstoßen und verachtet, vom Teufel gesandt, um euch Idioten zu schlachten, euer Blut dazu zapfen und mit der Soße rumzumaschen. Trage Menschenhaut und schmier die Kettensäge, so wie Gunnar Hansen. Ich bin nur ein krankes Kind, ihr wolltet mich nicht haben. Psychodoktor Reimchirurg, in drei Teufelsnamen kehre ich zurück und mache an, den Menschen gut zu nehmen. Ich spann die Kettensäge täglich neu, um Menschen zu zersägen. Nenn mich Reanimator, denn ich fick tote Frauen lebendig. Mach mit Amy Winehouse und Marilyn Monroe ein Sandwich. Steh vor deiner Tür und fuchtel blind mit meiner Waffe rum und tau sie dir auf deinen Kopf, als wär sie eine Flasche rum. Komm dich mit der Axt besuchen und du rennst wie Richard Kimble. Aber eh du dich verpisst, hab ich dir ins Gesicht gepinkelt. Ramm dir den als Pickel mitten in dein schwules Milchgesicht. Lauf Amok in der Innenstadt, bis das Blut in den Litern spritzt. Dieses Tape ist nix für Kids, sondern ein Geschenk für Menschen. Alles Gute zum Geburtstag, Charlie, ich werd an dich denken. Wenn ich mal wieder zugedröhnt mit Acid Menschen schlachte, unser Charlie, er ist best und ich mein nicht den Menschenaffen. Zeit zum in die Hände klatschen, Reimchirurg ist weg wie Mozart. Zurück in den wilden 70ern, wie dieser echten Kutscher. Ich hab nen Sack voller Eingeweide, Merry Christmas. I'm the devil and I'm here to do the devil's business. Ich bin nur ein krankes Kind, verstoßen und verachtet, vom Teufel gesandt, um euch Idioten zu schlachten, euer Blut dazu zapfen und mit der Soße rumzumatschen. Trage Menschenhaut und schmier die Kettensäge, so wie Gunnar Hansen. Ich bin nur ein krankes Kind, ihr wolltet mich nicht haben. Psychodoktor Reimchirurg, in drei Teufelsnamen kehre ich zurück und mache an, den Menschen gut zu nehmen. Ich spann die Kettensäge täglich neu, um Menschen zu... Es war nachts und alles war still. Kurz nach Mitternacht begann das Morden. Es war ruhig im Haus, obwohl Gäste da waren. Freunde von Sharon Tate. Polanski war in London. Abigail Folger und Wojtek Frykowski. Jay Sebring, der Prominentenfriseur. Im Hinterhaus wohnte der Haushälter, der Aufpasser. Auch er hatte Besuch an diesem Abend. Steve Parent, ein Freund. Die Mörder stiegen über den Zaun. Steve Parent war das erste Opfer. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort und traf die falschen Menschen. Tex Watson erschoss ihn. Frykowski rannte um sein Leben, lief auf den Rasen hinaus. Auf ihn wurde zweimal geschossen, 13 Mal wurde auf seinen Schädel eingeschlagen und 51 Mal wurde er mit dem Messer gestochen. Gibby Folger versuchte auch zu entkommen. Krenwinkel folgte ihr, stach auf sie ein. Folger wehrte sich, dann gab sie auf. Tex schlug ihr den Schädel ein und stach sie nieder. Ich stieß sie zu Boden und stach zu. Ich erinnere mich, sie sagen zu mir, ich bin ja schon tot. Im Inneren des Hauses kämpfte Sebring um sein Leben. Tex Watson schoss auf ihn und stach mehrfach auf ihn ein. Das Seil um den Kopf verband seine Leiche mit der des letzten Opfers. Bis zuletzt hatte Sharon Tate um ihr Leben gefleht. Die Frauen hielten sie fest. Tex erstach sie. Anschließend stachen alle auf die tote Sharon ein.
Ein gutes Gefühl, wie Sex, sagte Susan Atkins später.